Also es ist so, wir arbeiten schon länger mit der EQ-Sierbox eben, haben sehr, sehr gute Erfahrungen, vor allem auch in der Diagnostik bzw. in der Therapie auch. In der Diagnostik vor allem ist für mich als Mediziner natürlich wichtig, dass ich sage, ich stelle ein Pferd in die Box hinein und sehe auch das ähnliche d'accord gehen eigentlich mit der Box, sowohl von der medizinischen Seite her als auch, was mir die Box dann anzeigt, vor allem bei Immunpatienten bzw. Probleme mit Rückenpatienten bzw. muskulären Erkrankungen oder Skelettsystem. Und vor allem in der Therapie haben wir eigentlich sehr, sehr gute Erfolge, eben genau bei diesen Muskelproblemen zum Beispiel, als auch bei der Immunstimulation. Und ich muss sagen, für mich ist es einfach eine sehr gute, unterstützende Therapie immer wieder. Ich sage, ich habe was zusätzlich, was mir noch absichert und wo ich einfach sehe, dass die Pferde sehr, sehr gute Erfolge einfach damit erzielen und auch sich sehr wohlfühlen dabei. Wir können schon einen kleinen Schwenk machen in die Zukunft. Wir haben eine Muskelenzymstudie begleitet bei Rennpferden, die eine sehr sensible Gruppe eigentlich darstellen. Und die Geschichte ist wirklich so, gleich vorweg, die Enzymwerte bleiben gleich. Das bedeutet, dass sich die Muskeln trotz schwerer Arbeit sehr, sehr stabil halten und auch teilweise regenerieren. Und das ist natürlich für mich eine sehr, sehr gute Option, vor allem mit Blick für die Zukunft.